Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute machen wir eine kleine Mathestunde. Nein, keine Angst, eine Mathestunde machen wir nicht, aber Optionshandel hat natürlich ein bisschen was mit Mathematik zu tun, beziehungsweise ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man so ein paar Grundregeln versteht, mathematische Grundregeln. Keine Angst, es wird nicht kompliziert, aber heute schauen wir uns mal ein paar Zahlen an, nämlich alles unter der Frage, lohnt sich denn überhaupt diese ganze Adjustiererei, dieses ganze Rollen, gerade auch bei Aktienoptionen? Und ob sich das lohnt oder nicht, das klären wir heute mal in diesem Video. Das habe ich heute schon mal wie ein guter Fernsehkoch hier hinten ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht das hier am Flipchart. Und ich will euch einfach heute mal an ein paar Punkten erklären, warum sich das Ganze adjustieren lohnt, warum sich Optionshandel, wenn man es als Geschäft betreibt, also es heißt nicht mal einen Trade machen und dann hoffen, dass es ein Gewinner oder ein Verlierer wird, sondern dass man den wirklich mal, dass man das konsequent durchzieht, warum sich das Ganze lohnt und warum es sich auch rechnet. Und dazu gehen wir mal hier an den Flipchart und wir gehen mal von ein paar Punkten aus. Und zwar, ich habe mal Folgendes vorgegeben. Und zwar, stellt euch einfach vor, wir würden 100 Trades machen. Und diese 100 Trades, wir würden jeweils eine Prämieneinnahme von $100 erzielen. So, und jetzt wenden wir erstmal an zwei ganz, ganz simple Regeln. Nämlich zum einen, 50% nehmen wir den Gewinn mit. Das heißt also, immer wenn wir Gewinn machen, erzielen wir $50 Gewinn und immer wenn wir Verlust machen, erzielen wir $200 Verlust, nämlich wenn die Option von 100 auf $300 gestiegen ist, dann schließen wir sie und wenn sie von 100 auf $50 gefallen ist, dann schließen wir sie ebenfalls, das heißt $50 Gewinn, $200 Minus. So, jetzt gehen wir mal von einer Trefferquote von 70-30 aus. Ich werde euch dann gleich auch noch ein bisschen was sagen, was die Trefferquote betrifft und euch das auch ein bisschen zeigen. Wir gehen erstmal von einer relativ statistischen Trefferquote aus, nämlich, ihr wisst ja, wir verkaufen Aktienoptionen in der Regel am Delta oder an der ersten Standardabweichung. Das entspricht roundabout einem Delta von 15 und das bedeutet wiederum, dass man ungefähr diese Trefferquoten hat. Jeder, der von euch ein bisschen länger dabei ist, der weiß, dass das sogar besser ausschaut. So, was würde denn das heißen? Also, das bedeutet ja, wenn wir 70 Gewinner haben und wir machen 70 mal $50 Gewinn, dann bedeutet das, wir hätten einen Gewinn von $3.500 erzielt. So, das heißt, schöner Gewinn, $3.500. Jetzt kommen die 30 Verlierer. Und die kosten uns aber jeweils $200. Und siehe da, da kommen jetzt aber doch plötzlich $6.000 Verlust raus. Und das bedeutet ja, unterm Strich haben wir $2.500 Verlust gemacht. Und wenn sich das jetzt jemand so beim allerersten Mal durchrechnet, dann wird er sagen, warum soll ich denn das überhaupt machen? Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Ich mache 100 Trades, habe viel mehr Erfolgserlebnisse als positive als negative Erlebnisse und am Ende habe ich trotzdem $2.500 verloren. Ne? Das ist doch ziemlich blöd. Zugegeben, das ist ziemlich blöd. Und deswegen fangen wir ja an, das Ganze zu adjustieren. Jetzt will ich aber euch erst auch noch mal einen kleinen Punkt geben und zwar, wie lohnt sich denn überhaupt zu adjustieren? Das heißt, um was reden wir denn beim Adjustieren? Beim Adjustieren geht es darum, diesen Punkt hier, diese $6.000, die wollen wir reduzieren, die wollen wir weghaben. Es geht nicht darum, das ist ganz wichtig, dass man das versteht, es geht nicht darum, dass wir hier aus diesen 30 Verlierern 30 Gewinner machen. Das wäre super, wenn es klappen würde, aber das ist nicht realistisch. Ne? Jetzt kann man ja auch versuchen, hey, wir könnten doch auch einfach die Trefferquote auf 100% bringen. Ja, ne, wisst ihr. Aber okay, und deswegen, wir wollen einfach nur versuchen, diese Trefferquote oder diese 30 Verlierer, also diese $6.000, die wollen wir verringern. So, wie können wir das machen? Und zwar schauen wir uns mal Folgendes an. Wir haben also 30 Verlusttrades, 30 Verlierer, $200. Okay, sind $6.000. Und jetzt ist es unser Ziel, aus diesen $200 weniger
Verlust zu machen. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr habt also hier eine Option verkauft für $100. Jetzt steigt die auf $300 an. Ihr müsst sie zurückkaufen und ihr macht hier $200 minus. Ja, das kennen wir. Und jetzt verkauft ihr eine neue Option und die soll uns jetzt $300 bringen. Wie wir das machen, ne, dass wir die in eine andere Laufzeit schieben, anderen Strike und so weiter, das erkläre ich ja dann auch im Webinar, beziehungsweise ihr habt sie ja auch schon oft auf dem Kanal gesehen. Und jetzt haben wir hier $300 und jetzt würden wir mal als allererstes wieder die ganz normale 50%-Regel anwenden. Das heißt, wenn aus diesen $300 150 geworden ist, dann schließen wir die wieder. Also bei 50%. Das heißt, wir hätten jetzt hier $150 Gewinn gemacht. Hier haben wir Minus gemacht. Und wenn wir das beides jetzt zusammenrechnen, dann haben wir jetzt hier nur noch einen Verlust stehen von $50. Jetzt ist das, glaube ich, das erste Mal der Punkt, wo einige sagen, ich habe ja immer noch Verlust. Richtig, du hast immer noch Verlust. Ne? Aber jetzt machen wir mal eine ganz einfache Rechnung. Und zwar, erinnert euch noch, was an dem anderen stand, dass wir hier gesagt haben, 30 Verlierer a $200 ist gleich 6.000. Das war unser Verlust. Und jetzt machen wir das noch so, dass wir sagen, okay, wenn jetzt 30 Verlierer a $50 Verlust, das wären 1.500. Das heißt, wir hätten unseren Verlust um $4.500 reduziert. Und wenn wir statt $6.000 jetzt bloß noch $1.500 minus hätten, wie sieht dann die Rechnung aus? Dann haben wir nämlich keine 2.500 Verlust mehr, sondern dann haben wir plötzlich $2.000 Gewinn. So, jetzt höre ich natürlich schon die Ersten, die sagen, ja, das würde doch aber bedeuten, dass ich jeden Trade, der ursprünglich ein Komplettverlierer war, so adjustiert bekomme, dass es am Ende dann aus $200 Verlust nur noch $50 Verlust werden. Und das ist natürlich nicht realistisch. Ja? Was glaubt ihr, was realistisch ist? Ich verrate es euch aus meiner persönlichen Erfahrung von jetzt mittlerweile 15 Jahren Optionshandel. Ihr seid in der Lage, wenn ihr die Regeln beherrscht, wenn ihr konsequent das durchzieht, dass ihr ca. 80-90% der Verlusttrades, dass ihr es mit denen schafft, euren Verlust zu verringern, und zwar deutlich zu verringern. Es wird euch mit einigen sogar gelingen, einen Gewinner daraus zu machen, wie das geht. Ne? Da muss man einfach ein bisschen die Rückkaufsorders versetzen und so weiter. Aber zwischen 80-90% schafft ihr das. Und das würde bedeuten, von den 30 Trades schafft ihr es mindestens bei 24-27 $200 zu $50 Verlust zu machen. Und damit ihr auch seht, dass es nicht nur Gerede ist, sondern dass es das auch gibt, will ich euch hier mal was einblenden, und zwar die bislang in diesem Jahr abgeschlossenen Trades aus unserem Optionsbrief. Und der Optionsbrief hat ja ein großes Konto, wo wir Future-Optionen handeln, und ein kleines Konto, wo wir Aktienoptionen handeln. Und ihr seht das hier jetzt durchlaufen. Und wir haben in diesem Jahr 60 Trades abgeschlossen. Also das sind alles geschlossene Trades, die beendet wurden. Und von diesen 60 Trades, und ihr könnt euch das anschauen, das sind ja feste Zahlen, ihr wisst, wir veröffentlichen da Kontoauszüge, das ist ja alles da. Haben es genau 3 Trades, waren am Ende nach dem Adjustieren Verlierer. Das heißt, alle anderen waren Gewinner. Das wäre eine Trefferquote oder ist eine Trefferquote von 95%. Und ich habe zu euch gesagt, wir haben eine ursprüngliche Trefferquote von 70% und von den 30% Verlierern schaffen wir es nochmal so 80-90% hinzubekommen. Das heißt, wir sind in der Realität noch deutlich besser als das, was ich euch gerade gesagt habe. Kann man wieder sagen, war vielleicht ein gutes Jahr und wie auch immer. Ne? Es gibt immer ein Argument
zu argumentieren. Es gibt immer ein Argument zu argumentieren. Es gibt immer ein Argument, wo man sagen kann, okay, es stimmt ja doch nicht. Und wer es nicht glauben will, der muss es auch nicht glauben. Ich bin ja hier auf keiner religiösen Mission, um jemanden zu überzeugen, sondern ich weiß ja, was in meinen Konten passiert. Ich sehe ja, dass ich Jahr für Jahr für Jahr, indem ich die Dinge mache, die ich euch hier erzähle, dass da Geld entsteht und dass die Konten größer werden. So. Und ich will euch damit bloß eins sagen oder eins zeigen, nach dem, was wir auch letzte Woche schon besprochen haben und hier. Im Optionshandel, das ist eben der Riesenvorteil gegenüber vielen, vielen anderen Strategien, ist ein beendeter Trade nicht gleich ein verlorener Trade, auch wenn da noch ein Minus steht. Das heißt, wenn du eine Aktie kaufst und du verkaufst sie eben an einem niedrigeren Punkt, dann hast du einen Verlust gemacht. Damit ist der Trade beendet. Optionen bieten aufgrund ihrer Beschaffenheit, nämlich, dass es Zeitwert gibt, dass es Laufzeiten gibt, dass es unterschiedliche Volatilitäten gibt und so weiter, enorme Möglichkeiten aus einem Verlust, einen geringeren Verlust oder im Idealfall sogar plus minus null oder einen Gewinn zu machen. Ne? Und deswegen auch, weil manchmal die Frage kommt, warum soll ich denn den Trade nicht einfach abschließen und einen neuen Trade machen? Ne? Das ist doch viel einfacher. Ja, das mag viel einfacher sich anhören, aber wie ihr ganz am Anfang gesehen habt, funktioniert das einfach nicht. Sondern wenn man Optionshandel macht, dann muss man bereit sein, seine Verlusttrades zu adjustieren, weiterzuhandeln, damit man am Ende einen Gewinner daraus macht. So, und ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel zu tiefgehende Mathematik. Ne? Und weiter wird es auch nicht. Also wir leiten ja keine Black-and-Scholes-Formel ab oder sonst irgendetwas, das brauchen wir nicht. Aber das sind einfach wichtige Dinge, dass man die verinnerlicht, dass man die versteht, weil wenn man das mal verinnerlicht hat, entsteht oder beziehungsweise hat man auch nicht mehr so Angst vor einem Trade, der ein Verlierer wird oder der, wo man sagt, oh, den muss ich doch jetzt einen Verlust zurückkaufen. Ne? Weil das ist nicht schlimm, da gibt es eben noch die Aktion B. Und ja, manchmal gibt es die Situation, wo man eben, wie wir es jetzt bei dem Electronic Arts hatten, wo man vielleicht keinen Anschlusstrade machen kann, ne? Weil die Earnings kommen so. Okay, das ist halt dann manchmal so. Was soll man machen? Das ist nicht schlimm. Dann ist es halt einer von den 3 Trades hier, die am Ende dann doch ein Verlierer werden. Ne? Überhaupt kein Problem. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir sehen uns schon wieder in ein paar Tagen hier auf dem Kanal beim nächsten Video. Ne? Ihr könnt mir wie immer eure Fragen, eure Meinung, eure Kommentare hier unten reinschreiben. Und ich nehme das natürlich alles gerne mit auf. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg. Denkt dran, wir traden nicht für einen Jackpot, fürs regelmäßige Einkommen. Darauf kommt es an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.